Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo Community, hier sind wir von Trader Online Video, Julian. Tag. Und ich, der Micha. Ja, Video Julian ist ja sonntags immer auf Twitch mit Tabletop Magic. Ne? Und dieses Mal spielen wir ja unsere Hauptset 2021 Constructed Decks, ne? Also nur mit Karten aus der Edition. Ich spiele ein Lebensverknüpfungsdeck, schwarz-weiß. Und du spielst? Ich spiele ein Golgari Draufhorn-Deck, also schwarz-grün. Schwarz-grün Draufhorn, okay, gut. Die Decks stellen wir auch auf YouTube vor, also schaut gerne nochmal nach bei uns auf dem Kanal, da sind Deckvorstellungen dann entsprechend auch, wenn diese Videos im YouTube online gehen. Ja, und dann legen wir mal los, oder? Ja. Wir sind jetzt ja praktisch im dritten Matchup. Im ersten Matchup habe ich gegen Jenna gewonnen. 10. 8. Okay, dann möchte ich anfangen, ja. Aber abheben. Und Jenna hat dich ja total rasiert, ne? Ja, aber ich habe auch nicht so gut gezogen. Okay, ja, ich bin gespannt auf dein Deck. Ja, ich kenn's auch. Ich kenn's ja noch gar nicht so. Ich konnte ja auch nicht so richtig spielen, sag ich jetzt mal. Auch ein gutes Spiel, ja. Das ist eine ganz andere Hand jetzt hier. Ich halte. Ja, ich nicht. Gut. Fängt schon wieder super an. Mhm. Vielleicht solltest du auch so mischen, wie ich das immer mache. Also einmal richtig so chaosmäßig auseinanderlegen. Ich habe ja das... Der Zufall bleibt natürlich Zufall, ne? Aber ja. Ja, mach du mal. Ich mach mal. Mach mal. So. Mulligan, London Mulligan heißt, 7 Karten nehmen, jetzt wieder gucken. Eine muss er dann, wenn er die Hand jetzt hält, unter die Bibliothek legen. Er atmet schwer, das heißt, die Hand wird, glaube ich, auch nicht so toll sein. Julian ist gerade so in der leidenden Rolle, in der tragischen Leidensrolle hier. Mhm. Ne? Der Run ist einfach vorbei. Ich fange mal an. Gut, dann kommt bei mir ein Tempel des Schweigens. Der kommt getappt ins Spiel. Wenn er ins Spiel kommt, wendet Hellsicht 1 an. Das heißt, oberste Karte anschauen und überlegen, ob der oben drauf oder unten drunter geht. Und der bleibt mal oben drauf. Und ich bekomme nachher schwarzes oder weißes Mana. Du bist dran. Ja, dann ziehe ich. Und dann mache ich auch genau das gleiche mit dem Tempel des Siechtums. Mhm. Das ist einfach das gleiche, nur in Schwarz-Grün. Schwarz-Grün, ja. Mache ich Hellsicht 1. Auch drunter. Auch runter. Retti? Ja. Retti. Gut, enttappen. Karte ziehen. Oh, wie überraschend. So, dann kommt bei mir noch ein Tempel des Schweigens. Wieder Hellsicht 1. Bleibt wieder oben drauf. Und dann kommt für ein weißes Mana ein Prediger der Himmel. Der ist 1-1, Wachsamkeit, Lebensverknüpfung und für Tappen erzeuge einen 4-4 weißen Engelkreaturen-Spielstand mit Flugfähigkeit. Aktiviere diese Fähigkeit nur, falls du mindestens 7 Lebenspunkte mehr als deine Startlebenspunktezahl hast. Meine Startlebenspunktezahl ist 20, also mindestens 27 Lebenspunkte müsste ich haben. Und nur zu einem Zeitpunkt, zu dem du auch eine Hexerei wirken könntest. Bitteschön. Dann habe ich ja. Hier eine Karte. Der muss auch nochmal kommen, ey. Der hat sich bisher noch nicht, der kam noch nicht zum Einsatz. Ja, Spiel 1 Umf und ein schlimmeres Tyrannodon. Ja. 3-3, Verteidiger. Und solange ich eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr kontrolliere, kann es angreifen, als hätte es kein Verteidiger. Mhm. Absolut. Gut. Ja, der schaltet ja meinen Prediger schon mal aus. Dann greift er schon mal nicht mehr an, ne? So. Mhm. Aber ich ziehe auch gerade nicht mehr so prickelnd. Dann kommt bei mir eine Ebene. Ja. Yeah. Und für ein schwarzes und zwei beliebige Mana, Vito. Vito, Dorn der Rose des Zwielichts. Stärke 1, Widerstandskraft 3. Ein legendärer Vampirkleriker. Immer wenn du Lebenspunkte dazu erhältst, verliert ein Gegner deiner Wahl entsprechend viele Lebenspunkte. Und für 5 Mana könnte ich noch sagen, Kreaturen, die ich kontrolliere, erhalten Lebensverknüpfung bis zum Ende des Zuges. Super. Bist du dran. Ich liebe Vito. Vito, Vito. Diesmal Early Game für Vito. Für 2. Zugriff der Dunkelheit. Minus 4, minus 4 bis zum Ende des Zuges. Direkt weg. Ja. Schade. Das war Vito. Ein Land ziehe ich nicht. Darum gebe ich ab. Okay. Dann bin ich dran. Enttappen. Karte ziehen. Hm. Der wird interessanter.
Ja, bei mir geht's wieder super. Mhm. Läuft wieder. Ja. Ich lege einen leuchtenden Springbrunnen. Wenn der leuchtende Springbrunnen ins Spiel kommt, erhältst du 2 Lebenspunkte dazu. Ändere jetzt meine Taktik. Ne? Ja. Dann zahle ich für ich 24 Länder. Ein weißes Mana und ein beliebiges Mana, spreche ich revitalisieren. Ich halte 3 Lebenspunkte dazu, ziehe eine Karte. Okay. Dann schwarz, schwarz, Zugriff der Dunkelheit. -4/-4 auf deinen Locker. Super. Angriff mit dem Prediger. 1 Schaden für dich, 1 Leben für mich. Bin ich schon auf 26. Dann bist du. Gott. Nee. Nee, echt. Der Prediger nicht. Macht dich jetzt fertig gleich. Du bist dran. Okay, das ist super. Ach. Das ist super. Ich ziehe eine Karte. Ho! Ho, 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 ho. Ich hätte auch gerne so viele Länder wie. Leute, pass auf jetzt. Passt auf. Er hätte, passt mal auf jetzt. So, pass mal auf. Ich lege einen leuchtenden Springbrunnen. Ach, der hat Wachsamkeit, genau. Ja. Einen leuchtenden Springbrunnen, bekomme 2 Lebenspunkte. Ja, dann kannst du ja schon Engel machen. Ne? Freut mich, finde ich. Richtig. Und der Prediger kann sogar angreifen. Das macht er auch, weil er hat ja Wachsamkeit, haben wir ja gerade gelernt. Komme ich nochmal ein Leben. Dann tappe ich mal den Prediger und erzeuge mir einen, da ist er zum ersten Mal, einen 4-4 fliegenden Engel. Ne? Das ist doch schon mal schön. Er hat nur 2 Mana, nix auf dem Board. Weiß, weiß, habe ich gesagt, epischer Zug, ne? 5 Mana, Wanderengel kommt noch dabei. 5-5 fliegend, Erschlag, Lebensverschnüpfung und Schutz vor Dämonen und Drachen, was uns, glaube ich, relativ egal ist. Naja, bitte. Geht, ne? Ich weiß nicht, mach mal. Ich weiß nicht, was du so spielst. Wow. Ja, wow. Wow. Einfach epischer Untergang, ne? Ja. Ja, okay, gut. Komplett. Schön. So, dann ziehe ich mal eine Karte. Lege ein Land. Ach ja. So. Dann kommt bei mir für Schwarz. Und für Schwarz und für beliebig. Eine dämonische Umarmung auf den Prediger der Himmel. Die Kreatur hat +3/+1 und Flugfähigkeit und ist zusätzlich ein Dämon. Wenn die dämonische Umarmung in den Friedhof gehen würde, kann ich zusätzlich zu den anderen Kosten 3 Lebenspunkte bezahlen und eine Karte abwerfen und dann kann ich die aus dem Friedhof wirken. Dann greift dich mal der Prediger der Himmel mit Wachsamkeit an. Und der ist jetzt 4-2 Lebensverknüpfung. Der Bann der Engel mit 5-5 Lebensverknüpfung greift dich an. Und der Engel greift dich auch mit 4-4 an. Dann sind das 5. Dann sind das 13. Für mich sind das 5 Leben. Und hier sind es 4 Leben. Das sind 9 Leben für mich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, und dann tappe ich den Prediger nochmal. Und bring mir noch einen zweiten 4-4er Engel ins Spiel. Ja, toll. Ja, aber der Gegner macht ja auch nichts. Ne? Du bist dran. Ja, mach doch was. Ich könnte jetzt noch spielen, würde mir einfach gar nichts bringen, darum muss ich dir auch nicht zeigen. Okay, ja, dann. Och, also wirklich. Ja, dann, Junge. Okay, jetzt habe ich 5 Runden in Folge. Komm die doch mal rüber. So, ja. Das sind 4 Schadenspunkte, 8 Schadenspunkte, 12 Schadenspunkte, 19 Schadenspunkte und für mich wieder 9 Leben. Habe ich schon gesagt, dass ich nicht gut ziehe? Das liegt einfach daran, dass ich letztes Mal mit dem Magic Arena. Letztes Mal mit dem Magic Starter Arena habe ich alle fertig gemacht. Deswegen verliere ich jetzt. Total. Das war der epische Start überhaupt. Wo war ich? Okay, hört auf. Ja.
Wer Cooldown. 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 Ganz easy. Ja, ich glaube, Jiren sieht besser aus Booster als von Dex. Ja, denke ich auch gerade. Was? Was siehst du besser? Sie sieht besser aus Booster. Ja, das kannst du sagen. Ja, richtig. Ja. Ja. Ja, ich lege mal eine 1 hier hin. Gerade überlegt, ob ich die 47 zu 0 noch ein bisschen stehen lasse, aber... Ach was, eine 47 zu 0? ich hatte eigentlich sogar noch Minus, ne? Muss auch noch bedacht. Ja, natürlich, natürlich. Also ich finde mein Deck richtig super. Also wirklich, ganz ehrlich. Und das ist wirklich nur Hauptset, ne? 2020, ne? Ja. Machen wir mal drauf, ja. 21, aber okay. 2021, jo. Ja. Mensch. Ja, echt krass, was sie da reinpacken. Das ist schon der Hammer. Also ich komme ja noch aus einer Zeit, ich bin ja irgendwie mit der Revised-Edition angefangen. Also die dritte Edition. Da war der Einstieg in Magic echt hart und dann hast du irgendwie für 3 Mana und Rot irgendwie 2-2 gelegt oder so. Oder 2-3. Und that's it. Wow. Ja, also da können die mittlerweile alle ein bisschen mehr. Schon krass, dass man sich da so bauen kann. Ja. Ja. Habe ich dich jetzt erstmal Respekt gelehrt, ne? So ein bisschen so. So. Super. Also Julian ist das 5. Mal in Folge vernichtet worden. Ne? Mal gucken, ob du jetzt kommst aus dem Abgrund. Na gut. Ich muss sagen, dass es kein Wunder ist, dass Julian immer Mana-Screwed ist, wenn er alle Länder aus dem Deck nimmt und dann die 2 Stapel wieder versucht zusammenzuschicken. Ja, Junge. Mach es so, wie ich hätte. Ja, habe ich ja gerade gemacht. Ja, ja, gut. Okay. Ja. So. Pass auf, jetzt sehe ich mega krass und mach dich mega fett. Möchtest du dann anfangen? Ja, natürlich. Okay. So, vielleicht sehe ich heute das erste Mal gut. Wer weiß. Das halte ich. Ach Gottchen. Das ist mal besser, die Sound. Oh. Mhm. Ich halte mal mit. Ja, dann fange ich an, ne? Mhm. Spiel einen Wald und du bist dran. Okay, ich ziehe eine Karte. Spreche ein Tempel des Schweigens, kommt getappt, Heldsicht 1. Geht da runter. Dann bist du dran. Dann ziehe ich. Spiel ein Sumpf. Ich spiele eine Virion-Triade 1-1 und immer wenn ich einen Zauberspruch wirke, der weiß, blau, schwarz oder rot ist, lege ich ein 1+1, mach auf sie. Dann zu. Okay. Gut. Dann kommt bei mir eine verlassene Ödnis. Die kommt getappt ins Spiel. Gibt mir einen Lebenspunkt. Und gibt nachher auch wieder schwarz-weiß. Und für ein weißes Mana. Und der Prediger Himmel. Der hat gerade richtig gut performt. Ne? Nochmal ganz kurz für die, die jetzt live vielleicht gerade dazugeschaltet haben. 1-1, Wachsamkeit, Lebensverknüpfung und für Tappen erzeugt einen 4-4 weißen Engel, Kreaturenspielstein mit Flugfähigkeit, aktiviert die Fähigkeit nur, falls du mindestens 7 Lebenspunkte mehr als deine Startlebenspunktezahl hast und nur zu einem Zeitpunkt, den du noch eine Hexerei wirken könntest. Also 27 Lebenspunkte muss ich haben, damit ich das auslösen kann. Bitte. Dann tappe ich. Sehr eine Karte. Spiel den Tempel des Siechtums. Kommt getappt und spiel. Ja, wenn er ins Spiel kommt, wende ich jetzt nicht 1 an und mach mal einen Schuss und das Mana. Das geht runter. Dann spiele ich für 2 noch die Flugdrachen-Freibeuterin. Ja. 1-2 fliegend. Und wenn es ins Spiel kommt, zeigt ein Gegner seine Karten auf seiner Hand offen vor. Du bestimmst davon eine Karte, die weder eine Kreatur noch ein Land ist. Schickst diese bestimmte Karte ins Exil, bis sie das Spiel verlässt. Und falls es eine schwarze Karte ist, ein schwarzer Zauberspruch. Kommt hier eine Marke drauf. Eine, das ist ein Land, alles andere sind Spells. Was? Du hast so Spells auf deiner Hand? Was ist denn bei dir los? Ist so. Okay. Mal ziehst du so, mal ziehst du so. Mein Kreatur. Jetzt ist der Abschmerzmoment. Ja, auch nur die Sinn. Nur Zugriff der Dunkelheit, weil sonst würdest du sie zerstören und die andere Karte zurückbekommen, beispielsweise.
Stoffel Deluxe. Danke für dein Abo mit Prime. Danke fürs Abo, Stoffel. Super. So, dann greife ich noch an 14. Dann bist du. Gut, enttappen. Karte ziehen. Welche Decks sind das? Das sind Decks nur aus M21. Mhm. Mein Vater spielt Ortshoff, Lebensverknüpfung. Mhm. Und ich spiele Golgari, Draufhorn. Also, die gilden aber nur als so. Farbe. Jetzt nicht. Genau. Welche Gilden-Thematik? Ich spreche für 2 Mana. 1, 2. Spreche ich Greifenhorst. Verzauberung. Zu Beginn deines Endsegments und falls du in diesem Zug 3 oder mehr Lebenspunkte dazu erhalten hast, erzeuge einen 2-2 weißen Greifkreaturen, Spielstand mit Flugfähigkeit. Ja? Mhm. Okay. Dann lege ich noch ein Land und zwar den Tempel des Schweigens. Der gibt mir Hellsicht 1. Bleibt oben. Bleibt oben oder bleibt nicht oben? Mal kurz überlegen. Ist das sinnvoll? Golgari, wo sind meine Länder versus Orts auf Leben? Das Abschmatzer. Genau. Ja. Das ist sinnvoll. Ja. Oder? Das wird sinnvoll sein. Ja, es passt. Den auch. Der kommt, glaube ich, drunter. Ja. Ich lass die mal. Okay, okay, dann bist du dran. Dann enttappe ich. Ziehe eine Karte. Spiel einen Wald. Und spiele einen Garudan-Fesselter. Oh. Für kommt mit 4 Loyalitätsmann und spiele für plus 1 bis zum Ende des Zuges erhält eine Kreatur plus 3 und Trampelstand bis zum Ende des Zuges. Ja. Für minus 2 erzeuge ich einen 3-3 grünen Bestien-Kreaturen-Spielstand. Falls dann ein Gegner mehr Kreaturen kontrolliert als ich, lege ich eine 1 plus 1 eine Loyalitätsmarke auf den Planeswalker. Ja. Und für minus 7 erhalte ich ein Emblem mit. Zu Beginn deines Endsegments kannst du deine Bibliothek nach einer Kreaturenkarte durchsuchen, sie ins Spiel bringen und danach deine Bibliothek mischen. Okay. Mache ich direkt mal auf plus 1, gehe dann auf 5 hoch. Gebe meiner Freibeuterin plus 3 und Trampelschaden. Mhm. Dann greife ich dich mal weiter. Die fliegt ja sowieso, ne? Ja. Da kann ich gar nichts gegen machen. Ne? Jetzt kriege ich 4 Schaden. 1, 2, 3, 4. Dann bist du. Okay, bin ich dran. Ich brauche nur auf 7, dann ist vorbei. Mhm. So. Ja. Ja. Ach ja. Endlich sieht das hier mal ein bisschen besser aus. Mhm. 4 Länder, Garo draußen. Ja. Ich spreche. Sinnvoll? Weiß ich nicht. Mhm. Gib dir 3 Leben und zieh eine Karte. Ja. Ja. Mhm. Ich lege einen leuchtenden Springbrunnen. Ja. Wenn der ins Spiel kommt, erhalte ich 2 Lebenspunkte. Und der gibt mir farbloses Mana. Hm? Mhm. Dann. Ich 1, 2, 3, 4 Mana. Und spreche Fesseln des Glaubens. Verzaubert eine bleibende Karte. Wenn die Fesseln des Glaubens ins Spiel kommen, erhältst du 4 Lebenspunkte dazu. Die verzauberte bleibende Karte kann nicht angreifen oder blocken oder ihre aktivierten Fähigkeiten. Könnte aktiviert sein, das sind Mana-Fähigkeiten. Das lege ich auf den. Das war ja nur einmal, ne? Das lege ich auf die Quirion-Dryade. Ja? Ja. Yeah. Hm? Ja? Ja, okay. Gut.
dann greift der Prediger der Himmel Garo an. Geht auch auf 4. Geht auch auf 4, ich bekomme ein Leben. Ne? Dann gehe ich in mein Endsegment. Ich habe 2 Lebenspunkte erhalten, 3 Lebenspunkte erhalten. Das heißt, ich bekomme einen 2-2er Greif durch den Greifenhorst. Dann bist du dran. Du weißt auch, dass da bleibende Karte steht. Dann hättest du auch Garo nehmen können, ne? Achso, das geht auch auf Planeswalker. Dann natürlich ja, ist ja eine bleibende Karte. Also würde ich mal sagen, Garo ist auch eine bleibende Karte. Garo ist eine bleibende Karte. Ich lese es nochmal. Wir lassen es dann jetzt so, wie es gespielt ist. Verzaubert eine bleibende Karte, alles klar. Die verbleibende Karte kann nicht angreifen oder blocken und ihre aktivierten Fähigkeiten können nicht aktiviert sein, seien sie Mana-Fähigkeiten. Ja, alles klar. Weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. Dann weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. Okay, gut. Die Fähigkeiten werden ja die. Ja, und fragen mal den Chat, können wir damit auch den Garo verzaubern? Ja, ne? Ja, bestimmt. Ich zähle mal. Ich spiele noch einen Sumpf. Steht da bleibende Karte drauf, ja, denke ich, hast du recht, ja. Jetzt kommt noch eine super Karte gegen dein Deck. Ach, ich liebe diese Karte. Der Sackerwurm. Nee. Der kostet mehr. Galgaroth, Ältester. 6-6, Wachsamkeit, Reichweite, Trampelschaden. Immer wenn er angreift oder blockt, bestimme eines. Erzeuge einen 3-3 grünen Bestienkreaturenspielstand. Du hast 3 Lebenspunkte dazu. Oder ziehe eine Karte. 6-6. Das ist natürlich ein absolutes Monster. Ne? So, 6-6. Wachsamkeit, Reichweite, Trampelschaden. Du bekommst noch 4 Leben. Ich bekomme noch 4 Leben, danke. Durch die Fesseln. So. Immer wenn er angreift oder blockt, bestimmst du eins. Ein 3-3 Bestienspieler, 3 Lebenspunkte oder eine Katze. Das ist ein Monster. Und er hat ja auch noch Wachsamkeit, ne? Ja, unglaublich. Unglaublich. Ja, das ist dann schon. Bestie. Eine Bestie. Ja, das ist eine Bestie. Ja, dann mach ich mal hier. Plus. Und gebe der Freibeuterin plus 3 plus 2 einen Träubeschaden. Okay, war. Okay. Ich darf nicht haben. Gut. Dann ziehe ich eine Karte. Okay, okay. Trailer Online Video. Habt ihr jetzt schon mal überlegt, ob man mal ein Brawl-Match zu machen am Sonntag? Also bis der Neka raus ist. Und die ganzen Karten rotieren. Ich spiele jetzt. Ich glaube gar nicht zu weit. So, und zwar. Ja, komm. Für 2 Mana. Revitalisieren. Ich halte 3 Lebenspunkte dazu. Ja. Ziehe eine Karte. Okay. Das ist schlimm, dass der Reichweite hat. Ne? Ja, ne? Ja, auch super. Lege einen Tempel des Schweigens. Hellsicht 1. Lass ich oben. Dann bist du dran. Okay, so. Habt ihr schon mal überlegt, ein Brawl-Match zu machen am Sonntag, also bis Zendika raus ist und die ganzen Karten rotieren? Nee, haben wir nicht. Ich bekomme eine Greif, ja, alles klar, weil ich. Warum? Ja, weil du 3 Lebenspunkte dazu erhalten hast. Ah ja, alles klar, okay, danke. Okay. Denke ich mal gut. Zug, ne? Ja. Denk mal selber mit hier. Ja. Nee, Brawl-Deck steht nicht auf dem Plan. Nee. Übernächsten Sonntag zocken wir schon die Pre-Release-Packs. Freuen wir schon drauf. Ist gerade spannend hier. Wir müssen uns konzentrieren jetzt hier. Gebe
dem ältesten, plus halb des Hauen Trappe schauen. Ja. Greift er mal an, ne? Für 9, Wachsamkeit, Reichweite, Trappe schauen. Ja, das ist schlimm. Das ist ganz schlimm. Ja, krieg ich 9. Ja, dann nimm die 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und weil er angegriffen hat oder geblockt hat, darf ich jetzt eines bestimmen, entweder ein bisschen Token, Lebenspunkte oder Karte ziehen. Ich nehme mal Karte ziehen. Mhm. Oh, okay. Flug dran, freie Beuterin. Ja. Fliegend und du zeigst mir deine Hand vor, ich darf davon eine Nicht-Kreatur, Nicht-Landkarte bestimmen. Und das ist dann, diese Karte. Die anderen beiden darfst du nicht nehmen. Ja, warte mal, was sagt der nochmal? Immer meine ja, gut. Okay. So. Sieht doch schön aus. Mhm. Dann. Gewinnst du, weil ich falsch gespielt habe? Ich hätte auf den Garruk spielen müssen. Die Verzauberung. Da haben wir wieder was gelernt. So. Ich lege. Aber ich glaube, der hätte das sonst auch noch sehr viel Druck gemacht. Ich lege eine Ebene. Aber dann hast du recht. Und spreche für 4 Mana. 2, 4. Mangara, der Diplomat. Lebensverknüpfung, Stärke 2, Widerstandskraft 4. Immer wenn ein Gegner Kreaturen als Angreifer deklariert und falls 2 oder mehr jener Kreaturen dich oder einen Planeswalker, den du kontrollierst, angreifen, ziehe eine Karte. Immer wenn ein Gegner seinen zweiten Zauberspruch innerhalb desselben Zuges legt, ziehe eine Karte. Ja? Sie sagen gerade, nur dein letzter Teil sind aktivierte Fähigkeiten. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Letzter Teil sind aktivierte Bilder beim Planeswalker, aktivierte Kadenz, Kosteffekt. Ah, okay, tschüss. Ja, okay, doch. Die Fähigkeiten sind auch, die anderen sind auch ja. Aktiviert. Okay. Und für. Nee, warte. Und ja, für doch. 2 sind auch aktiviert. Abilities. Für 2 Mana kommt noch ein Gedankenlabyrinth-Zauberbuch. Das ist ein Artefakt. Das kann ich tappen und lege eine Seitenmarke auf das Gedankenlabyrinth-Zauberbuch, Hellsicht 1. Und für 2 Mana und tappen lege eine Seitenmarke auf das Gedankenlabyrinth-Zauberbuch, ziehe eine Karte. Hm. Wenn 4 oder mehr Seitenmarken auf dem Gedankenlabyrinth-Zauberbuch liegen, schicke sie ins Exil. Falls du dies tust, erhältst du 4 Lebenspunkte dazu. Ja. Ich tappe das mal und mache mir Hellsicht 1. Hilft mir das? Das hilft mir nicht. Ja, ich weiß. Du bist dran. Dieses Match geht an dich. Ja, ja, Planeswalker win. Sackerborn. Ja, das Planeswalker win ist. Und der macht dann all deine Kreaturen weg. Ja. Okay, ich zähle gerade. Oder ist ja auch eine starke Karte, die ich hier gezogen habe. Ja. Also ist ja auch gut, wenn du mal gewinnst. Gagarov, Ältester. Ist der nicht, der ist nicht legendär? Der ist nicht legendär. Oh, hau unglaublich. Ich noch einen zweiten. Unglaublich, unglaublich. Ist auch schön, ne? Ja, ja, ganz klar. Ich mal dahin. Ja. Das war ein Vieh. Unglaubliches Monster, krass. Mach ich mal plus 1. Geht also auf. Die Karte ist so warte, overpowered. Eine 7 gibt's nicht auf dem Würfel, wie ich gerade festgestellt habe. Ja, ich ziehe so einen, ja. Okay. Ja, wieder der Älteste, ne? Plus halb des Handraums schon, dann greift er mal an, ne? Für 9. Ja, er greift alleine an, ne? Ja. Ja, nehme ich die 9. Dann erzeuge ich mir ein 3-3 besten Kryptonturm. Passiert da jetzt noch irgendwas oder? Nee. Okay, dann bist du dran. Okay. Das wird wohl dein Spiel sein. So, ich hatte Hellsicht 1 gemacht, hatte ich drunter gelegt, ne? Ja. Ja, du hättest auf jeden Fall Karok verzaubern können. Mhm. Mache ich beim nächsten Mal. Ja. Weißt du Bescheid? Weiß ich Bescheid. So. Das rettet mich alles nicht mehr. Ach ja. Da kannst du leider mal drüber rennen. Ich zahle mal 2 Mana. Tapp das Labyrinth und ziehe eine Karte. Das rettet mich auch nicht.
Schön, dass ich mir etwas besser ziehe. Dann schlachte mal. Mach ich nichts mehr. Damit habe ich. Zieh eine Karte. Ich bin Sumpf. Ja. Boah, hier mein Emblem. Ja. Das habe ich jetzt gerade gar nicht hier. Ja, aber, heißt? Ja, zu Beginn. Er geht da runter auf 1 oder opferst du ihn jetzt? Nee, ich opfer ihn. Okay. Zu Beginn meines Endsegments kann ich meine Bibliothek nach einer Kreaturenkarte durchsuchen, sie ins Spiel bringen und dann meine Bibliothek mischen. Okay. Soll ich ihn dafür liegen lassen? Als ja, nee. Mach doch. Okay. Und, ich kann natürlich. Warte ich oder greife ich einfach an? Nö, ich gehe jetzt einfach in mein Endsegment. Greif nicht an. Nö, ich greife nicht an. Okay. Ich gehe einfach in mein Endsegment. Ja. Ich mach noch ein bisschen Spaß, weil es gerade so toll ist. Gut. Oh, hier muss ich noch Seitenmarken drauflegen, ne? Das habe ich jetzt zweimal hellsig gemacht, ne? Zwei Marken. Ja. Ja, ich gehe in mein Endsegment und suche mir eine Kreaturenkarte raus. Ja, so ein Mark Sockerwurm. Mhm. Kommt dann ins Spiel. Der wenn kommt direkt ins Spiel? Ja, wenn okay. Ein Spiel kommt, da halt ein Kreatur und die dann Gegner kontrolliert und das zwei Minus zwei bis zum Ende des Zuges. Ja, dann sterben die drei schon mal. Und immer wenn eine Kreatur stirbt, die ein Gegner kontrolliert, verliert jener Spieler zwei Lebenspunkte. Okay. Also verlierst du sechs Lebenspunkte. Bist aber leider noch nicht tot, aber okay. Ich wollte ihn noch spielen. Okay. Dann bist du dran. Okay. Nächste Runde. Bist du tot. Alles gut. Ja. Ich mach nix. Ja, dann gehe ich mal zu. Ziehe kräftig mit allen an. Dann bin ich tot. Alles klar. 1-1. Da, ja, kam keine Move. Da konnte dein Deck mal zeigen, was kann. Ja. Okay. Endlich hier. Ja, und solche. Du hast mir noch eine Karte weggenommen, ne? Ja. Da. Ja, und hier. Genau. Ja, und wir müssen uns ja immer auch die Decks bauen und gucken, dass wir die auch noch vorstellen auf YouTube und so. Das braucht dann immer alles seine Zeit. Nochmal ganz kurz als Erklärung zu den Brawl-Decks. Ja, deswegen machen wir das in diesem Falle mal nicht. Aber ich finde Brawl auch ein super Format, muss man ganz ehrlich sagen. Also kommt bestimmt. Müssen wir halt immer gucken, was gerade so angesagt ist. Wieso bin ich die falsch rum drauf? So. Okay, 1-1, ist ja spannend. So, habe ich wieder was gelernt. Man lernt ja durch Fehler. Weiß ich also direkt, okay, alles klar. Ja, wollen wir doch super in 1-1. Ja klar, auf jeden Fall. Ne? So. Also Brawl findet bestimmt, kommt bestimmt auch nochmal dran. Katzenbrawl. Ja. Ich finde auch die Toten, die Jenna gemalt hat, super hübsch, ne? Die sehen total süß aus. Sag ich Toten, müsste es mal in echt geben. Zeig mal an hier. Ist doch super süß, ne? Ganz toll. Ja, und dann so eine Katze, die einfach eine Pizza isst. Das ist noch viel besser. Ich dachte mir so, oh, wie niedlich. Okay. Ja. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Ja, wir können ja nochmal so Tokens sie machen lassen. Lass sie mal. Es werden noch Tokens von Jenna kommen. Passt auf, Leute. Es werden nochmal Tokens. Die Zeit wird kommen. So, ich möchte anfangen. Und jetzt mal richtig gut ziehen. Gerade hatte ich auch nicht so eine gute Starthand. Ich hatte, glaube ich, 5 Länder auf der Hand. Ich glaube, ich 4. Und habe gesagt, komm, ich halte sie trotzdem. Das habe ich mir auch gedacht. Weil mir war es ja sogar noch ganz okay. Das ist aber eindeutig ein Mulligan. Oh, yeah. Ich kann jetzt alle richtig rum. Ja, meins auch. Okay, wäre sogar eigentlich recht gut gewesen. Ja, ich hatte nur ein Land auf der Hand, da brauchst du nicht drüber nachdenken. Ja. Ich hatte halt nur grün auf der Hand, ja, schwarze Karten. Aber ich hätte einen Zumpf noch gezogen. Aber das Risiko. Ja, aber jetzt geht es um die Wurst hier. 1-1, ne? Ja. Ja, ja. Gucken. Aber da endlich konnte mal mein Deck irgendwas machen. Jetzt bin ich nicht mehr so. Janitor. Ja. Aber jetzt gerade in der Runde hattest du ja auch nicht so viel, sag ich jetzt mal, ne? Hast du ja auch nicht so super gezogen. Das fand ich übrigens. So. Aber jetzt soll es kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7.
Oh. Ja, das müssen wir jetzt mal halten, ne? Gut. No. Ups. Nichts passiert. Ich halte auch. Okay, fange ich an. Mit einer verlassenen Ödnis. Gib mir einen Lebenspunkt. Du bist dran. Ziel. Spiel einen Sumpf, genau, einen Wald. Du bist dran. Ein Tempel des Schweigens kommt rein und gibt mir Hellsicht 1. Opa. Oh, Micha. Ja, lass die Karten fallen. Micha. Ich kenne ja nur aus der Karte. Mhm. Dann bist du dran. Dann ziehe ich. Wald. Und eine Quirion-Triade. 1-1, dann bist du immer, wenn ich einen Zauberspruch wirke, der weiß, blau, schwarz oder rot ist, leg ich einen 1-1 mit aufziehen. Gut. Bei mir. Verlassene Ödnis. Gib mir einen Lebenspunkt. Dann bist du dran. Noch ein Wald. Mhm. Und ein verwüstendes Pontodon. 3-4 und für ein farbloses Opfern zerstören Artefakte und eine Verzauberung deiner Wahl. Dann greife ich an für 1. Dann bist du. Okay. Irgendwie, mein Deck hat mehr schwarze Karten als grüne Karten, aber irgendwie ziehe ich immer nur die grünen Karten und nicht so viel die schwarzen Karten. Vito. Dorn der Rose des Zwielichts. Immer wenn du Lebenspunkte dazu erhältst, verliert ein Gegner deiner Wahl entsprechend viele Lebenspunkte. Für 5 Mana hätte er noch Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten Lebensakte für das Ende des Zuges. Stärke 1, Widerstandskraft 3. Bin ich. Ich lege einen leuchtenden Springbrunnen. Das ist ein Land, es gibt mir farbloses Mana. Wenn ich ins Spiel kommt, erhalte ich 2 Lebenspunkte. Durch Vito verlierst du 2 Lebenspunkte. Ja. Dann bist du dran. Dann habe ich 10 Karte. Ja, ne, dann Mann, Garot, ne? Lies ihn mal vor. Der Entfesselter. Ja, kommt mit 4 Loyalitätsmangel ins Spiel. Für +1 eine Kreatur, die ich kontrolliere, hält +3/+2 an Trampelstamm bis zum Ende des Zuges. 4-2 erzeugt ein 3-3 Bestien-Kreaturen-Spielstein. Falls dann ein Gegner mehr Kreaturen hat als ich, kann ich eine Loyalitätsmarke auf Garot legen. Und für -7 halte ich ein Emblem mit. Zu Beginn meines Endsegments kann ich meine Bibliothek nach einer Kreaturenkarte durchsuchen, sie ins Spiel bringen und dann meine Bibliothek mischen. Mächtig. Geht er mal hoch auf 5. Mhm. Die Quirion-Triade, +3/+3 und Trampelschaden. Mhm. Greif einfach mit beiden. Und kein Block. Komm ich 6. Ja. Dann nimm 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann bist du. Dein Vito kriegt ja nur einen Schaden. Jetzt, jetzt spürst du Vitos Zorn. Ah, okay. Weiß. 2, 3, 4. Fesseln des Glaubens. Gib mir 4 Lebenspunkte. 1, 2, 3, 4. Durch Vito bekommst du 4 Schadenspunkte. Und wir haben gelernt, wir können Garok verzaubern. Ja, super. So, Fesseln des Glaubens. Wenn die Fesseln des Glaubens ins Spiel kommen, hältst du 4 Lebenspunkte dazu. Verzaubert eine bleibende Karte. Die verzaubernde bleibende Karte kann nicht angreifen oder blocken und ihre aktivierten Fähigkeiten können nicht aktiviert sein, es sind Mana-Fähigkeiten. So viel dazu. So, dann bist du dran. Dann enttappe ich. Was jetzt aber so schlimm ist, weiß ich jetzt noch gar nicht. Ich glaube aber nicht. Flugdrachen Freibeuterin. 1-2, fliegend. Wenn sie ins Spiel kommt, zeigst du mir deine Hand. Ich darf davon eine Nicht-Kreaturenkarte aussuchen und sie ins Exil schicken, bis sie das Spiel verlässt. Nicht-Kreatur. 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 Kreatur. Was ist das für eine gemeine Hand? Ne? Nimm ich die Fesseln. Er nimmt die Fesseln des Glaubens weg. Hätte ich auch gemacht. Dann Second Main. Ne, nicht Second Main, immer noch in der Hauptphase. Für 1 opfer ich das Pontodon. Mhm. Und zerstöre eine Verzauberung. Ja, es geht leider. Wurde aber nicht ins Exil geschickt, heißt also, ja, noch 5, ne? Hm? Wurde nicht ins Exil geschickt, ne? Nein. Okay. Dann mach ich mal erstmal einen schwarzen Zauber, kommt noch eine Marke drauf auf die Quirion. Triade. Dann gehe ich auch auf 6.
Und gebe ihr plus 3 plus 3 und Trommelschaden. Und dann greife ich mal mit dir an. Kein Block. Dann kriegst du 5. 1, 2, 3, 4, 5. Du bist. Okay, dran. Ja. Gut. Weiß, beliebig. Revitalisieren. Ich halte 3 Lebenspunkte. Du hältst 3 Schadenspunkte durch Vito, ne? Ja. Ja. Zieh eine Karte. Eieieiei, das ist gemein. Das hilft also nicht. Das wäre nochmal machen. Das tötet dich dann aber nicht. Richtig. Das reicht alles nicht. Ja. Ja. Mach das aber. Ich lege einen Tempel des Schweigens. Hellsicht 1. Okay. Ja, 2 Mana. Revitalisieren. Ja. Ziehe ich eine Karte. Den nehmen wir ruhig und schon gegeben. Oder abgezogen. Mir? Ja. Okay. Dann bist du dran. Dann gehe ich in meinen Zug, ziehe eine Karte. Für 2 spiele ich doch eine Flutran-Freibeuterin. Das hat man in der Hand. Ach, Papa. Ja, nehme ich natürlich die Dämonen schon mal. Ne? Mhm. Zack. So, kommt hier noch eine Marke drauf. Dann geht er hoch auf 7. Ich gebe der Freibeuterin plus 3 plus 3. Mhm. Und dann greife ich mal mit den Beinen an. Keine Blocks. Dann kriegst du 4 von 6, 7. Los. Okay. Du gehst aber nicht runter von deinem Leben. Zu punkten. Mann der Engel. 5, 5, fliegend, Erstschlag, Lebensverknüpfung, Schutz vor Dämonen oder Drachen. Hast du Dämonen? Nö. Okay. Gut. Dann bist du. Ist ja eine Karte. Ja, dann mache ich mal hier minus 7. Kriegst du ein Emblem. Ich lasse ihn mal liegen, weil ich das nicht habe. Dann. Ja, mach weiter. Spiel 4-3, das wäre eine Brontodon nochmal aus. Für einen Fabulous kann ich es aufhören und dann ein Artefakt oder eine Verzauberung zerstören. Und dann. So. Dann gehe ich in mein Endsegment und darf eine Kreatur aus meiner Bibliothek ins Spiel bringen. Kannst du schon denken, welches es wird? Nee. Nö? Mhm. Ja, okay, dann der Garra auf Älteste. Ja. 6-6, Wachsamkeit, Reichweite, Trampelschaden. Immer wenn er angreift oder blockt, bestimme eines. Erzeuge einen 3-3 Kunden. Bestien Kreatur und Spielstein. Du hast 3 Lebenspunkte dazu oder ziehe eine Karte. Ja, da würde dein Engel gegen verlieren. Möchtest du abheben? Da bist du. Okay. Haben wir uns. So, das ist gut. Aber, ich wollte gerade sagen, ja, sieht nicht so gut aus für mich, trotzdem. Eins, zwei, drei, vier. Fesseln des Glaubens. Uff. Ich
Ich bekomme 4 Lebenspunkte. Ja, da, ja, okay. Du bekommst 4 Schadenspunkte durch den Vito. Dann der Engel greift an. Ja gut, ja. Bin ich tot. Er kriegt 5 Schadenspunkte. Ich bekomme, weil ich bekomme ja 5 Lebenspunkte. Ja, ich hätte ja auch blocken können, aber hätte ja nichts gemacht. Genau. Dadurch, dass ich Leben bekomme, tötet Vito dich. Die ganze Zeit. Ich habe nur auf das eine schwarze Land gehofft. Ich hatte diese Karte... Ah! 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 Warte mal, ich hatte noch überleben. Ah! Pass auf, also was ich auf jeden Fall noch hatte... Ich hätte noch überleben können. Ja? Wie denn? Wenn ich das nicht verstanden hätte, in Response das zerstören, dass du keine Lebenspunkte bekommst. Dann bocken können. In Response? Ja, hatten die jetzt nicht irgendwie sowas gesagt? Na, das kann ich mir nicht vorstellen. Du, es ist ja successfully cast. Es wird ja erstmal darauf gecastet. Dann ist es successfully cast. Ich bekomme die Lebenspunkte. Und dann kannst du es natürlich noch zerstören, damit er blocken kann. Aber das ist ja egal. Weil du stirbst ja durch den Vito. Hallo, hier. Hier bin ich. Du stirbst ja durch den Vito. Du blockst den Engel. Ja, aber. Ich bekomme Leben. Ich hätte auch, du stirbst. Mit dem blocken können und mir dann 3 Leben geben können. Ja, das weiß ich doch nicht, das ist was anderes. Ja, dann hätte ich dann auch mal überlebt. Ja, dann hättest du natürlich machen können. Ja, selber schuld. So, pass auf. Nicht nachgedacht. Ja, pass auf. Dann haben wir es wieder ausgeglichen hier mit dem Garuk. Pass auf, andere Möglichkeit. Bist du jetzt mal hier? Ja. So, pass auf. Wäre gewesen, dass ich nicht, was hatte ich jetzt gerade gemacht, nicht die Fesseln des Glaubens spreche, ja, sondern dass ich die Priesterin spreche. Ja, die ist nämlich auch nochmal zu Beginn des Endsegments, falls du in diesem Zug 3 oder mehr Lebenspunkte dazu halten würdest, verliert jeder Gegner 3 Lebenspunkte. Dann hättest du dadurch nochmal 3 Lebenspunkte verloren. Das war die andere Option. Mhm. Statt jetzt, ne, so rum. Aber 2-1. Ja, ich hatte die Karte schon die ganze Zeit. Mehr muss man an dieser Stelle nicht sagen, finde ich. Ich hatte Zugriff der Dunkelheit schon auf meiner Starthand, ne, aber ich habe nicht das zweite Schwarze gezogen, um dein. Meiner, ne? Ne, das ist meiner, ne? Um deine Kreatur kaputt zu schießen. Na, also hatte ich die ganze Zeit. Das ist deiner jetzt. Ja, nicht, dass du mir jetzt Karten wegnimmst hier in all den schwarzen Höhlen spielen. Es gibt noch eine Karte, die noch nie jemand kennt, also die ich noch nicht einmal gespielt habe. So. Ja. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir gehen jetzt gleich in die Pause kurz und dann gibt es Matchup Nummer 4. Da zocken wir auch nochmal. Ja. Weißt du schon, welches Deck? Willst du Jennas Deck spielen? Ja, ich will das Katzendeck. Ja? Okay, ja gut, alles klar. Dann gibt es also im Matchup 4 nochmal Julian mit Jennas Katzendeck und ich spiele meins nochmal, weil es auch mega Bock macht. Schlägt sich ja auch gut. Ja. Also ich habe Jenna 2-1 weggemacht, ihn jetzt 2-1 weggemacht. Das ist schon mal steady, würde ich sagen. So, also damit viel mehr. Das reicht für heute so im Endeffekt. Aber ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und sehen wir uns gleich. Und willst du was sagen? Ja, nee. Ja, dann, ich wollte noch kurz sagen. Ja, okay. So, dann tschüss. Tschüss.